Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zu Minecraft Insel 4, also Tag 4, mit dabei ist Horst Melinski. Moinski. Also ich spiele jetzt nicht die vierte Staffel Minecraft Insel, das ist die vierte Episode. In der letzten Episode haben wir sehr viel geschafft, wir haben unter anderem nämlich uns einen Gyrocopter gesichert. Wir haben noch keinen Weg da nach oben, warte mal, wir brauchen ein paar Leitern, den hast du hier Leitern. Mit den Leitern können wir hier hoch und unseren Gyrocopter fahren. Zuerst muss man ein bisschen Power und Abfahrt. Bist du drin? Alter. Ja, ja. Uiuiui, okay. Wir haben aber viel zu tun. Wir haben gar nicht so viel Zeit, das Ding hier zu genießen. Oh Gott, jetzt muss ich parken. Oh, meinst, ich krieg schaffst das, das nochmal so sauber hin wie in der letzten Episode? Ja, ich ja, weiß ja. Nicht. Ja, passt doch. Ja, 1A, Dina, habe ich das hier gemacht. Ich habe mega Durst. Endlich kann ich meinen Kaktustrank aus der letzten Episode trinken. Wir saufen ihn voll. Ganz klar, so einfach geht das. Aber ihr seht, wir haben nur noch eine Flüssigkeitsleiste. Das heißt, das wurde behoben. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall anfangen, damit hier sehr viel Wasser zu reinigen, damit wir hier genug zu trinken immer haben, Melina. Außerdem habe ich arsch viel Hunger. Das heißt, wir essen mal dieses aus der letzten Folge, diesen Fleischklumpen. Hauen wir jetzt einfach mal komplett rein, Alter. Oh! Und? Ich habe sogar Effekt. Achso, nee, das war. Nee, ich habe kein extra Herz. Aber es hat halt Überhunger gegeben, ne? Also richtig krank. Ich habe das gerade schon ein bisschen aus Versehen eingesammelt. Wir haben jetzt auch hier Dünger. Also, beziehungsweise. Also, Kacke! Also Kacke. Geil. Wir haben Kacke-Dünger. Tatsächlich, ja. Daraus können wir, wartet mal, geht das jetzt hier so direkt? Ja, genau, das kannst du direkt als Knochenmehl quasi benutzen. Und damit können wir unsere Farm upgraden. Weil warte mal, wir können ja direkt hier das auch farmen. Weil das stackt, so kann ich das, achso, das ist noch nicht voll gewachsen, aber das hier ist voll gewachsen. Das stackt sich jetzt quasi gegenseitig, weil ihr müsst bedenken, wir sammeln jetzt Getreide. Mit dem Getreide können wir die Schafe vermehren. Kollege, da, zack. Und je mehr Schafe wir haben, desto mehr Kacke haben wir auch. Und desto mehr Kacke wir haben, desto mehr Getreide haben wir auch. Und dann ist da so ein ewiger Kreislauf. Ist klar, Leute, ne? So, wir müssen aber, ich habe da gerade schon gesehen, als wir hier AFK rumstanden, gab es schon ein Unglück mit dem Lagerfeuer. Also das müssen wir hier erstmal sichern. Ein Schaf ist da nämlich reingerannt und leider verstorben. Warum ist hier so eine Tür, Lina? Ich habe überlegt, da könnte man doch noch eine neue Wohnung, einen Untermieter einbringen. Untermieter mit Mieteinnahmen? Ja. Okay, müssen wir mal gucken. Hast du nicht auch krass? Du willst fliegen? Na okay, dann machen wir. Ich wollte eigentlich gar nicht fliegen. Mach mal, Lina, flieg mal. Oh, let's go. Aber immer schön gedrückt halten. Wir wollen doch noch mal auf die dritte Insel zu Aluna. Aluna, mal gucken, wie es der jetzt geht mit ihrer Taucherausrüstung. Singflugelina, sauber landen. Auf jeden Fall sind die Leguane weg. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ups, gut. Leben wir noch? Leben wir noch? Wir leben schon noch, aber lebt der Gyrocopter gleich noch? Bau das mal ab, bau das mal ab. Bau das mal ab, sicherheitshalb. Oh, geil. Das war zu viel für Minecraft, der Gyrocopter unter Wasser. Moin, Aluna. Aloha, Freunde der Sonne. Wie geht es euch an diesem wunderschönen Tag? Uns geht's super, wie geht's dir? Oh, nicht so gut. Bald beginnt die Sturmsaison und ich habe kein Haus. Ich habe mich so sehr auf das Tauchen konzentriert, dass ich das total vergessen habe. Lina, wollen wir, dass die bei uns einzieht in die Gästebutze? Moment mal. Hat sie auch genügend Kohle, damit sie bei uns als Untermieterin leben kann? Aluna, kannst du denn eine Bude bezahlen auf einer Luxusinsel? Ja, hat sie gern bei uns ein. Oh, das ist super nett. Ich habe hier etwas für euch als kleines Dankeschön. Hast du was bekommen, Elina? Ich habe nichts. Ja, Lagerräumer. Nice, damit können wir Cobblestone Generator bauen. Das ist stark, Aluna. Darfst du natürlich bei uns einziehen, ist da gar kein Problem. So, nach deiner Crash-Landung mache ich das mal lieber hier. Auf geht's, Powerful. Oh! Abandon! Oh mein Gott, wo ist der Gyrocopter? Du hast es in der Hand, ich habe ihn gesehen. Ich dachte aber, ohne Witz, dass der Kaktus den kaputt gemacht hat. Spaß. Müssen das Ding drehen, ey. Ich habe hier nicht genug Anlauf. Aluna, geh mal aus dem Weg. Der Gyrocopter muss starten. Boah, das war aber knapp. Oh mein Gott, ja. Auf zur Insel, Leute. Jetzt gibt es hier eine Bruchlandung. Boah, die sieht aber schon. Was ist denn das hier? Was? Achso, das ist einfach goldenes Quitz. Das sah überkrass aus. Boah, okay, unsere Insel sieht aber schon heftig aus, ne? Ja, besonders hier da oben. Da sieht es sehr nice aus.
Nice. Zack. Perfekt. So, Spitze. Okay. Ich mache den Lava-Cobble-Generator. Mach mal. Dann ich bin gleich. Ey, wir haben übelst viel neue Kacke. Geil. Neue Kacke, juhu! Nur ein Stück. Zack, zack. Ich kann ja einfach so machen, das ist ja auch überpraktisch. Stimmt, ich kann es vergessen. Können wir direkt jetzt ein neues Schaf machen? Ja! Nice! Jetzt müssten wir 5 haben, oder? Ah ja, das eine ist schon ausgewachsen. Stark, stark, stark. Gut, 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 Leute. Weiter so, immer schön weiter kacken. So, Zuckerrohr ist auch übergewachsen. Das können wir eigentlich mal hier auch komplett abbauen. Die Kakteen sind auch gewachsen. Da können wir uns genug Kakteen. Wir haben jetzt quasi unendlich Kaktustränke. Das ist nice. Das ist stark, ne? Das ist stark. So, wo machen wir den Lava-Gener? Also, ich würde den eigentlich gerne auf so eine kleine Mini-Insel machen. Weil ganz ehrlich, die Schafe rennen da rein und da habe ich keinen Bock drauf. Wir haben noch sehr viel Sand. Das ist stark. So, wir können ruhig mal diese Palmbretter nehmen, weil die sind eh so ugly, Alter. Die sind so. Die will sowieso keiner benutzen. Ich würde das hier so eine Kobbelinsel machen. Wisst ihr, jetzt bauen wir das hier wieder ab. Und jetzt haben wir einfach hier die Insel. Wartet. So. Aber keine Sorge, Holz brennt ja. Aber das Problem werden wir nicht haben, weil da kommt jetzt nochmal schöne Schicht Sand drauf, Leute. Und jetzt haben wir hier eine schöne neue Insel, auf die man nicht draufkommt. Verdammt. So. Ist wie so eine Floßinsel, so ein bisschen, ne? So, wie war das jetzt nochmal? Ach doch, das brennt ja aber doch, ne? Oh, das müssen wir mal gucken, ob das jetzt hier gleich anfängt zu brennen, ey. Uiuiui. So. Nice. Boah, ich renne ja mit einem Herz an den Kakteen vorbei. Das ist ja aber auch die Todesfalle, ne, des Jahrhunderts. So. Hier machen wir die Lava rein. Hier machen wir das Water rein. Buff, buff. Habe ich es richtig rumgemacht? Das ist hier die entscheidende Frage, die Cobblestone-Generator. Habe ich es richtig rumgemacht oder falsch rum? Wir werden es ja herausfinden. Ansonsten müssen wir mal Luna mal einen neuen Lava-Eimer fragen. Es könnte sein, dass es jetzt Bruch ist, Selina. Ach, Mann. Ist es Bruch? Nee. Habe ich doch gewusst. Aber dann, vielleicht geht es jetzt Bruch. Manchmal geht es doch erst beim zweiten Mal Bruch. Wir bauen mal ab. Und nee. Erfolgreich einen guten Cobble-Generator gebaut. Ne? Jetzt haben wir eine Cobble-Generator-Insel. Oh yeah. So, weil wir brauchen jetzt hier noch eine Steinstufe. Am besten machen wir hier direkt auch eine Werkbank hin. Ich habe kein Holz. Also ich habe nur dieses Holz. Hä? Wieso kann ich daraus keine... Ach so, da kann man ja keine Bretter draus machen. Ach, das ist schon ein Brett. Also. Brett. Boah, einmal gegen Kaktus gelaufen. Ich bin sofort tot, ne? Weil mal können wir jetzt hier... Ich habe noch ein paar Herzen, ey. Schade. Boah, Nina, die kacken wirklich wie die Weltmeister. Es ist komplett krank. Ja, Mann. Weiter geht's. Das ist die Hauptsache. Stark. So. Boah, die Insel müssen wir noch ein bisschen verschönern, ne? Das ist es irgendwie noch nicht. Die ist doch hübsch. Also, okay, die Insel, naja, da, oh Gott, oh Gott. Nee, die ist da voll zweckmäßig irgendwie. Lass das am besten verbinden. Wir verbinden das. Easy. Na klar. Wir haben ja genug Sand. Klar, gar kein Problem. Ich hab noch ein bisschen Sand. Cobblestone haben wir ja jetzt auch. Ich brauche Holz eigentlich, Edina. Ich war für Holz hier. Möchten wir das auch mal geben, den Jahrhundert? Hier, bitte schön. Oder reicht dir das? Sagst du keinen Bock? Ja, ja, ich wollte eigentlich nur eine Werkbank machen. Ach so. So, Edina, du baust jetzt das Gästezimmer für Aluna, oder wie habe ich das verstanden? Ja, es wird leider eine Dachgeschosswohnung. Das wird ziemlich heiß. Alter, auf einer tropischen Insel. Oh, da will ich nicht mit der tauschen, ey. Aber sturmsicher. So. Von Edina garantiert, habe ich alles statisch berechnet. Wird also erst nach 5 Minuten. Meinst du, hier gibt's, wir sind ja hier in der Karibik. Meinst du, da gibt es so einen richtigen dicken Sturm, oder so einen Tornado? Tornado? Ein Tsunami? Oh mein Gott. Tsunami? So lost. Ich denke, wir sollten unsere Insel Tsunami-safe bauen, oder? Ja, so eine riesen Glaskuppel. Na, weiß ich nicht. Wäre ein bisschen übertrieben, oder? So. Wobei, eine Glaskuppel ist eigentlich perfekt, die Idee, muss ich sagen. Ja. Ah, nein, jetzt habe ich dieses Über-Ekelholz gebaut. Hier machen wir einen Kaktus hin. Hier machen wir einen Kaktus hin. Hier muss auch Zuckerrohr hin, deswegen wirkt das nicht. Ach, jetzt habe ich da nur so Sandstein am Rand. Da kann man ja gar kein Zuckerrohr machen. Machen wir mal hier. Hä, wieso kann ich hier kein Zuckerrohr? Dann sind nämlich doch Zuckerrohren. So. Ich will nur so ein bisschen Zuckerrohr-Deko hier haben. Also es ist schon besser. Oh Gott, halbes Herz. Es ist schon besser, aber es wirkt noch nicht so. Da muss noch... Irgendwas muss hier noch hin, Elina. Ich weiß aber auch noch nicht was. Irgendein Deko. Da muss ein Deko-Element noch hin. Ja, wirkt noch nicht so stark. Weißt du, die Werkbank ist hier auch ein bisschen deplatziert, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Mhm. Die machen wir hier so in die Ecke, arbeiten wir rein in die Insel. So sieht besser aus. Vielleicht. Ja, Zuckerrohr wäre halt perfekt, aber Zuckerrohr geht halt nicht, ne? Vielleicht hier so ein bisschen. Ja, das hat viel. Ja, das hat über viel ausgemacht. Und vielleicht, wenn wir jetzt hier noch einen Weg hinkriegen,
Vielleicht mit anderen Steinen, vielleicht mit... was könnte man für Steine nehmen? Mit Kies? Ja, so ein Kiesweg dahin. Warte, aber da müssen wir aber... Den Kies müssen wir random... Meine Schaufel ist kaputt. Egal, wir haben ja jetzt unendlich Steine, ist ja kein Problem mehr. Weißt du, was aber ganz nice aussieht von der Palme? Es gibt eine Sache, die sieht relativ okay aus und das ist die Palmenblätter. Ah. Die sehen nice aus. Okay. Palmenblätter? Gut. So, den Rest machen wir mit Kies. Das heißt, wir brauchen jetzt Kies. Wo kriegen wir Kies her? Vom Boden, ne? Vom Boden. Ich habe, glaube ich, noch Kies. Wow, ehrlich? Ja. Schafe, wo ist das nächste Schaf? Hier. Und dann die beiden Schafe. Na, wir fahren hier eine Kacke-Produktion hoch. Das hast du noch nie gesehen. Ja, Mann, das ist wirklich krank. So nice. Wir haben halt unendlich Essen damit. Bitte schön. Liegt in der Kacke. Perfekt. Wo liegt's? Ah, hier. Nice. 18 Kies. Perfekto. Und jetzt füllen wir die restlichen offenen Stellen mit Kies. Und jetzt haben wir hier einen richtig schönen Kiesweg. Ja, das sieht ja übernice aus, Leute. Gefällt mir sehr gut. So. Weiter Bruchstein. Wir brauchen nämlich eine Menge Bruchstein für das nächste Großprojekt, was wir angehen wollen. Und zwar eine Mob-Farm, eine Monster-Farm. Ich habe da mal was schon rausgesucht. Vielleicht schaffen wir das sogar heute. Wow, hä? Sieht übernice cool, aus. Cool, oder? Alter, sieht überkrass aus. Ich überlege und hier. Und da wohnt Aloha, da im Dachgeschoss, oder wie? Aluna, aber okay. Also Aluna. Ja, die hat nee, die voll sagt, die fette Hütte. Die sagte, war Aloha. Boah, Hinterseite, Lina. Ja, mein Gott, da bin ich noch gar nicht geil, fertig hier. Geil. Das sieht überfresh aus. Okay. So, wir haben aber hier auch noch eine Mission. Und zwar gibt es ja wir haben hier eine goldene Fishing-Angel und wir haben hier irgendwo Behutsamkeit, genau. Wir gehen jetzt auf die Jagd nach Eisen. Wir wollen nämlich eine Erzangel heute machen. Boah, das schaffen wir aber beides safe nicht. Nee, Erz, na, muss ich leider sagen, Erzangel müssen wir auf den nächsten Tag verschieben. Das werden wir nicht schaffen. Oh Mann. Das werden wir nicht schaffen. Wir kümmern uns jetzt mal um die Mob-Farm. Das machen wir heute. Wir haben ja über viel Cobblestone hier in der Kiste. Krank, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass wir so viel hatten. So, was wollt man machen? Das können wir hier schon mal machen auf jeden Fall. Ich wollte euch noch was anderes zeigen. Brot ist nämlich auch ein bisschen realistischer geworden. Wir haben nicht mal eine Werkbank hier in der Hütte, Elina, ey. Da ziehe ich mal eine. Da oben. Oben haben wir, glaube ich, 3 Stück jetzt oder so. Jetzt haben wir unten auch eine, ne? Wir können nämlich aus Weizen können wir jetzt Mehl machen. Und aus Mehl können wir irgendwie Brot machen, wenn ich weiß wie. Ach, warte mal, ich denke, das müssen wir backen jetzt. Wir müssen das Mehl jetzt in einem Räucherofen backen. Dazu brauchen wir Stämme. Okay, was kein Problem. Wir haben ja hier wirklich... Oh, ich bin werkzeugtechnisch hier auch, ne? Ausgelaugt, würde ich mal sagen. So, dann machen wir hier den Baum mal weg. Müssen natürlich sofort einen neuen Baum pflanzen. Weil wir brauchen wirklich Baumproduction. Müssen wir auch mal an den Start kriegen, Elina. Das ist ja auch nichts bei uns. So, hier. Jetzt gehen wir hier hin. Machen den Ofen in die Mitte, Stämme einmal ringsherum und wir haben einen Räucherofen. Den packen wir aber besser nicht ins Haus. Räucherofen klingt ein bisschen gefährlich. Den machen wir hier. So, da tun wir rein ein paar Holzbretter, würde ich mal sagen. So, und jetzt tun wir rein das Mehl. Und warum das so stark ist, werdet ihr jetzt sehen. Passt mal auf, Leute. Boom, jetzt kriegst du ein Räucherbrot. Perfekt mit Ahorncreme. Das Krasse ist, warte, lass mich das nochmal... Das klingt echt lecker. Das ist echt lecker, ne? Warte, und zwar, du hast jetzt ein Weizen, ne? Ein Weizen kannst du zu ein Mehl machen und ein Mehl kannst du zu ein Brot machen. Das heißt, wir kriegen dreimal so viel Brot, weil normalerweise brauchst du ja 3 Weizen für ein Brot. Und wir kriegen jetzt aber aus einem Weizen ein Mehl und ein Brot. Aber vielleicht kriege ich ein Level-Up, Leute. Lass mal testen. Ich habe schon viel gegessen. Ja, ich habe wirklich eins bekommen. 2 Herzen. Ich habe 14 Herzen jetzt, Elina. Krass, Mann. Wie viel hast du? Ich habe, glaube ich, 1 mehr bisher. Naja, gut, musst du mehr essen, Elina. Ja. Wieso ist hier Wolle? Sag nicht, hier ist schon wieder ein Schaf gestorben. Hey, wir haben so viel Seeds. Ich hab nichts gehört hier. Wir brauchen eine Werkbank. Machen wir mal hier. Wir brauchen ein paar Stufen. Ja, ich brauche mal nur 4, ne? Oder? Ja, ich denke nur 4. So, dann machen wir hier. Wie machen wir das, Leute? Eigentlich wäre 1 höher besser. Also wir machen diesen hier. 1, 2, 3, 4. Ich habe ja keine Spitzhacke. Oh, Caramba, die Member. Caramba.
Muss ich hier mit einer Steinspitzhacke eine Mobfarm machen? Nee, das ist ja auch alles nicht richtig. So, gut, dann kommt das hier weg. Zack. So, jetzt machen wir diesen und diesen. So, und das machen wir jetzt einfach einmal rum im Viereck sozusagen. Ne? So, zack, zack. Gleich auf der anderen Seite. Hier haben wir noch genug Steine. Ich werde aber mehr Steine brauchen. Also es wäre gut, Ina, wenn du dich mal an den Cobblestone-Generator wagst. Na, klaro. So, hier können wir jetzt die Mob farmen. Besser als das. Echt jetzt? Hä, klar. Ich bin Akkordarbeiterin Elinski. Stark. Elinski. Das Ganze muss jetzt 22 hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22. Boah, deine Steine reichen nicht mal ansatzweise, Lina. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen, ey. Weil, 22 Blöcke hoch und das mal, also auf jeden Fall ein paar Mal, das wird nicht ansatzweise reichen. Frage ist, muss ich das überhaupt so hoch bauen? Weil wir haben ja keine Höhlen. Ist ja eine Wasserwelt. Das heißt, wir haben eigentlich das Problem gar nicht, aber ich baue es sicherheitshalber mal trotzdem so weit hoch. Weil man will natürlich, dass die Mobs auch da oben spawnen und nicht in unterirdischen Höhlen. Na, das ist klar. Deswegen baut man die so hoch. Aber eigentlich muss ich das ja gar nicht machen. Aber sicherheitshalber machen wir es doch. So, ich komme mal wieder rübergeflogen, Elina. Ich habe hier Steinprobleme. Hat sich Aluna denn schon gut eingelebt? Ja, die hat sogar schon ein Bett von mir bekommen. Ein Bett? Okay, warte mal. So, wir landen. Buff. Saubere Landung. Ich sehe Aluna im Dachgeschoss. Oha! Aluna hat die übelste Präsidentensuite bekommen. Ja, die ist voll riesig irgendwie geworden. Ich dachte, das wird so eine kleine Dachgeschosswohnung, aber nein, die ist irgendwie voll big. Die wohnt besser als wir, Elina. Ja, ja. Boah, ich bin ehrlich, die Kacke nimmt langsam überhand. So, was haben wir hier nochmal gemacht? Ach, das Brot, ganz vergessen schon wieder. Wir könnten auch Tebbisch gebrauchen. Ja, wir haben ja einen Haufen Schafe. Also ich meine, wenn wir was haben, dann Schafe. Wir müssen uns auf jeden Fall was überlegen, weil du musst normalerweise aufs Dach der Mobfarm Fackeln machen, damit da halt keine Monster spawnen. Du willst ja die in der Mobfarm haben und nicht oben drauf. Aber unsere Fackeln gehen nach einer Zeit aus, weil es realistische Fackeln sind. Das heißt, die musst du immer wieder anzünden. Das ist natürlich sehr unpraktikabel. Das heißt, wir müssen irgendeinen anderen Quatsch hin tun. Lagerfeuer vielleicht oder irgendwie sowas. Eine Froschlampe. Ja, ohne Witz. Aber die gibt's hier noch nicht. Die gibt's, glaube ich, erst in der 1.19. Und wir sind 22 Blöcke hoch. Jetzt bauen wir hier jeweils einen Steg. Der ist 8 Blöcke lang. So, also 4 Stege, je 8 Blöcke. Also zählt der mit? Ich denke nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und das machen wir jetzt weiter. Jetzt bauen wir einmal hier oben lang so ein, ja, wie soll man das nennen? So ein Barriereweg sozusagen. Der geht dann hier lang, dann einmal hier lang, schön über den letzten drüber. Hier lang, bam, bam. Jetzt wieder in die andere Richtung zurück. Schön hier drüber. Das gleiche machen wir jetzt hier wieder. Und ich bin schon wieder steintechnisch wirklich im Bau. Also pleite, Dina. Ja, ich bin hier fleißig am Fahren. Wie viel hast du? 64 und 23. Magst du die mal rüberbringen vielleicht? Wo bist denn du eigentlich? Ich bin auf Alunas Insel. Oh. Der Dschungelinsel. Der ist bei mir. Oh Mann, ich bin so langsam, weil ich verdurste. Ey, du kannst, weißt du nicht? Ah, ja, hab ich auch gerade gefunden. Ich verdurste aber auch und ich bin nicht auf unserer Insel. Wir müssen auch mal so einen Wasservorrat machen, ne, ohne Witz. Ja, warte, ich komm rüber, ist ja Quatsch. Nee, ich bin da. Ich bin aber ich hab, hast du trinken mit? Halleluja! Kannst ruhig mit dem Gyrokopter zurückfliegen, Elina. Ah, wobei. Oh. Die Vergangenheit holt Ben ein. Elina ist nämlich einmal mit dem Gyrokopter geflogen, ist da im Wasser gelandet und ist der Server gecrashed. So, das ist. Ey, unsere Insel ist so komplett die Bauminsel. Sieht überkrass aus, aber eigentlich, ne? Jetzt erhöhen wir die Barriere um 1. Was ist das Ding? Hatest du unsere Insel gerade? Oh nein, ich wurde gehauen. Ich habe ein halbes Herz. Ich platze gleich auf. Ja, aber man muss hier, wir können keine Verbände machen, noch nicht. Man muss regelmäßig sterben. Dann fühlt man sich wieder frisch. Solange wir keine Verbände draften können, dann muss man das hier. Say no more, Ben. 3, 2, 1. Erfrischen. Zum Glück hat Elina so arsch viele Steine hier herangebracht, weil jetzt kommt wirklich die Riesensache. Jetzt müssen wir nämlich die ganzen Ecken auffüllen. Also wir machen jetzt wirklich einfach auf dumm dieses hier und füllen die Ecken auf. Noch eins. Ja, das sollte passen, oder? Jetzt hier lang.
Ja, passt. Und das muss man jetzt einfach auffüllen halt mit Stein. Wenn das erledigt ist, könnt ihr jetzt hier das Ganze nochmal zwei hoch machen an der Seite. Also beziehungsweise ihr könnt das nicht, ihr müsst das. Weil sonst funktioniert die Mob-Farm nicht. Das ist so eine richtige OG-Mob-Farm, Leute. Die gab es gefühlt schon vor 10 Jahren. Die funktioniert immer noch 1A. Oh, das sieht schon ganz nice aus, ey. Okay. Jetzt brauchen wir einen Haufen Holz. Wir brauchen nämlich Falltüren. Und wir brauchen eine Menge Wasser. Ja, da wären 2 Eimer schon praktisch. Da könnte ich da zumindest eine unendliche Wasserquelle machen. Ich packe jetzt einfach mal auf den Baum, Leute. Was soll's. So. So, also. 2. Eimer. Wir haben... Ich habe 2 Eimer. Ja, 1A. 2 Eimer. 2 mal Wasser. Dann machen wir uns da eine unendliche Wasserquelle. Da haben wir das Problem schon mal gelöst. Holz. Beziehungsweise wir brauchen eine Menge Falltüren. Also wirklich arsch viele Falltüren. Wie viel können wir denn machen? Nicht so viele auf jeden Fall. Das reicht nicht mal ansatzweise. Denn wir brauchen so viel Holz, ey. Achso. Oh, nicht schon wieder. Wir könnten den Dschungelbaum weghauen. Aber der sieht da so schön aus. Den würde ich eigentlich gerne lassen. Nee, dann lass diese Eichen-Billow-Bäume hier. Ich habe alle Eichenbäume weggehauen, die wir hatten, außer den großen. Hm. Und ich denke, das reicht immer noch nicht. Weil wir haben jetzt, weil ich glaube, wir brauchen 56. Und ich habe jetzt 34. Es tut mir leid, Herr Dschungelbaum. Sie müssen dran glauben. Wir sind in der Krone. Oh, ich habe gar keinen Bock, den ganzen Baum jetzt abzubauen, Elina. Mach du mal. Du den Job übernehmen. Ich muss die Mobfarm fertig machen. Ich habe sogar einen Steg hier gebaut. Du kannst den ganzen Baum hoch. Kannst den ganzen Baum hochlaufen, Elina. Habe ich extra gemacht für dich. Da sind schon Monster drin gespawnt. Ich habe das gerade schon gehört. Lass mal reingucken. Geirrt. Habe ich geirrt gesagt? Das klang wie geirrt. Ich hab das gerade geirrt. Warum heißt es aber auch nicht geirrt? Ich mein, Alter, ich regeneriere ja nicht. Beruhig dich mal. Was ist denn dein Problem hier? Unendliche Wasserquelle. Buff. Das sieht komisch aus, ne? So, platzieren wir die Wasserquelle natürlich einmal hier und einmal hier. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Einmal hier. Oh, wartet. Mir ist auch schweinekalt, sehe ich hier gerade. So. Jetzt die letzte Wasser. Einmal hier und einmal hier. Dann müssen wir natürlich das hier abbauen. So, jetzt die Falltüren, Leute. Jetzt kommen die Falltüren dran. Haben wir ja hier. Es müssen jeweils an den Rand immer Falltüren, aber nicht so. Boah, ich habe den Sprung geschafft. Ich bin so glücklich. Aber ich werde gleich sterben. Ich habe nur noch 2 Getränkedinger. Und das gleiche hier noch beim vorletzten. Na, wichtig. Oh nein, jetzt habe ich die falsch platziert. Ich glaube, meine Rechnung geht irgendwie nicht auf. Ich denke, wir brauchen mehr. Mehr? Holz? Nee, ich habe Holz, aber mehr Falltüren. So, die letzten Falltüren machen wir dann. Klappt das, wenn ich das so mache? Nee, natürlich nicht. Oh, jetzt kann ich aber rüberlaufen. Ah, klug. Ah, es reicht aber nicht. Ich brauche noch mehr. Falltüren zieht sich gerade ein bisschen hier. So, die letzten 4 können wir jetzt hier. Die müssen wir abbauen. Und dann sind wir fertig mit der Mob-Farm, meine Freunde. So, das bauen wir natürlich ab. Jetzt bauen wir uns hier hoch. Das machen wir mit, hier einfach mit Holz. Können wir den wieder abbauen. Buff, buff, zack. Jetzt bauen wir das ab. So, am Tag ist ja Schnurz. Am Tag brauchen wir hier... Ja, wartet mal. Machen wir so. Am Tag brauchen wir ja hier nichts. Weil ich kann hier oben eh nichts drauf spawnen, ist klar. Ein Creeper ist ausgebüxt aus der Mob-Farm. Boah, ich höre aber schon die... Ich sehe schon mal, warum das da unten so dunkel ist. Boah, der ist fast explodiert. Das war arschknapp. Boah, ich hab ihn. Jawoll! Okay, das heißt, hier müssen wir erstmal... Das ist natürlich Quark, ne? Ja, die spawnen hier halt. Das ist natürlich doof. Das müssen hier erstmal provisoramente das hier zubauen, damit hier keiner spawnen kann. Das machen wir später natürlich noch schöner. So, Alter, die funktioniert anders, Elina! Ja, die ist mega gut. Ich bräuchte jetzt nur noch vielleicht ein Schwert. Ist da vielleicht die praktischere Wahl? Ein Eisenschmied. Eisenschwert. Hast du noch einen Stein, Elina? Nein. Okay, dann mach ich ein Holzschwert-Schmutz. So. Oh mein Gott. Ja, weil die halt Grundschaden kriegen, weil die halt runterfallen. Weil sie runterfallen. Oh, kannst du den Loot mal holen? Die ist übergut, die Farbe. Holy. Die ist richtig gut. Ja, warte, kannst du einfach hier so ran. Boah, wir müssen hier Kisten bauen, Elina. Wir brauchen hier... Wir müssen halt mit Trichtern das später noch verbessern, aber wir haben... Nein! Der Creeper! Oh. Du dachtest, der explodiert, ne? Aber ich war richtig schnell. Wo war der? In der Farm? Ja.
Als ob der da triggert, man ist doch voll weit weg. Vielleicht, weil ich da nah dran stand. Ach, das kann sein, ja, das kann sein. So, das ist Mobblut. Das ist Mobblut. Boah, das war ein sehr erfolgreicher Tag, meine Freunde. Ich hoffe, euch hat die Episode Minecraft Insel gefallen. Lasst ein Like da und ein Abo. Bis morgen, euer Benson. Ciao. Ciao.